Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Montag, nicht mehr 9 Uhr. Um 9 Uhr kommt die Belohnung für Adventure Sync. Ich habe mein Spiel die ganze Zeit so gelassen, weil ich vergessen habe, ja, dass heute Belohnung kommt. Und ich musste noch ein Ei ausbrüten, damit ich 2 Plätze habe. Ja, schau mal, ob das so funktioniert hat. Ja. So, ich muss erstmal alles hier aktualisieren. So. Nee. Ich habe immer noch. Keine Ahnung. Also einen Platz habe ich jetzt frei. Mehr weiß ich nicht genau. Weiß nicht. Wo ist die Belohnung? Also hier haben wir erstmal ein paar Ergodactyl. Neue, sehr begehrte Quest. Vergesst nicht. Für Meltan müsst ihr am Ende ein Ergodactyl fangen. Genau. Aber da ist es. 86,7 Kilometer diese Woche gegangen. Freitag, Samstag und Sonntag fast gar nicht mehr gegangen. Belohnung abholen. Wieder ein Fünfer, ey. Okay, ich habe nur einen Platz 2 gehabt, aber naja. Schade. So, abgesehen davon, Meltan Quest. Ich weiß, ich hänge hinterher. Ich habe es weder auf Let's Go, noch hier habe ich es. Wird langsam Zeit, dass ich mir Meltan hole. Das versuchen wir heute noch. Nee, geht gar nicht. Wir brauchen 10 Raids, aber zumindest zu den Raids. So. Laber nicht so lange, Professor. Wir haben keine Zeit mehr. So. Entwickle einen Slimer, kein Problem. Fange 5. Slugma oder Galpin. Also Schneckmark oder Schluppe, kein Problem. Und 20 großartige Würfe. Ein Problem, weil es kalt und ich zocke eigentlich nur damit. Beziehungsweise damit. Den habe ich jetzt auch verbunden für meinen zweiten Account. Werde ich demnächst testen. Ihr seht, es vibriert. Zack. Hat ewig gedauert, bis ich den verbunden habe. Video dazu, wie man das verbindet, kommt auch noch. Und dann noch ein Test im Verlauf der Woche. Ja, was ich davon halte. Sowas nennt man Kunst. Und sowas hier nennt man Mission erfüllt. Okay, noch nicht, ich muss noch einen Slime entwickeln. Aber danach. Schauen wir mal. Hier. Slimer entwickeln. Und fürs Ende des Events könnte ich eigentlich einen Slime-Mock maxen. 100er. Würde, glaube ich, ganz gut passen. Und Schlupfbuck. Slime-Mock und Schlupfbuck oder sowas. Und Schneck mal, die drei Schleim-Pokémon hier. So, weg mit dir. Und erledigt. 5 Module, nicht schlecht. Und 5000 Staub, also Niantic. Die Belohnungen sind nicht schlecht. Okay. Entwickle ein Magnetilo. Fange 5 Uhr bei. Battle in 10 Raids. Ja, das mit den 10 Raids, das wird noch eine Weile dauern. Wahrscheinlich die ganze Woche. Dementsprechend, das war's erstmal. Ist richtig kalt draußen. Aber wir sind wieder zu Hause. Weiter geht's nicht. Erstmal 10 Raids machen. Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall bis Ende der Woche dauern. So 7 freie Tage, also 7 freie Raid-Pässe. Und dann jeden zweiten Tag ein extra. Kommt drauf an, also wenn sich jetzt viele Bammelins, Scheinungs-Raids hier irgendwie auftauchen oder Panzergon und Blitzer will ich auch noch machen. Kann es vielleicht auch schneller sein, aber ich rechne auf jeden Fall nicht mit vor Ende der Woche. Was mich zu dem Thema bringt, ja, ist diese Quest hier zu schwer. Sie ist auf jeden Fall die schwierigste. Schwieriger als Gripoke, schwieriger als Celebi, schwieriger als Mew. Dementsprechend die Frage, ist es zu schwer? Ich habe viele Kommentare gelesen, so, die gemeint haben, ja, ist zu schwer.
von der Vroni. So viel zu erledigen, nur für dieses lächerliche Meltern? Nö, das ist eine bescheuerte Idee von Niantic. Dann von Dennis. Bin zurzeit bei 4 von 9. Ich finde nur die 10 Raids, weil ich nicht wirklich Premium-Pässe verwenden möchte. Klar, ich auch nicht. Da schmeiße ich lieber meinen Switch an und fange mir 10 Stück auf dem Sofa. Ja, das musst du so oder so machen, weil Meltan braucht 400 Bonbons zum Entwickeln. Ja, und durch die Quest kriegen wir nicht annähernd genug Bonbons. Dann von Maut. Oh mein Gott, schwerer Meltan-Quest. Ja, auf jeden Fall ein paar Leute, die Aufgaben ja schon sehr schwer finden. Aber ist es zu schwer? Eure Meinung unten in die Kommentare. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, die schwierigste. Ich denke mal, viele finden es auch gut, dass das Niveau ein bisschen hochgeschraubt wurde, weil die anderen, die waren eigentlich super easy. Was war das Celebi? Das war nix. Das war einfach nur die Zeit abwarten mit den ganzen Stops und so. 7 verschiedene Tage und sowas. Das war ja keine Herausforderung. Das war einfach nur die Zeit absitzen. Ich meine, die schwierigste Aufgabe hier, was die meisten wahrscheinlich stören wird, ist eben dieses 10 Raids. Weil 10 Raids sind an sich auch 10 Tage, wenn man nur den freien Raid Pass benutzt. Aber es gibt auch so Sachen, das mit dem Ergodactyl, letzte Aufgabe, das ist schon schwierig. Vor allem, wenn man halt es nicht rechtzeitig schafft, bevor das Event zu Ende ist. Ja, man kann stapeln, klar. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Quest erst danach anfangen, wenn das Ganze hier natürlich schon vorbei ist. Ja, mal schauen, wie lange ich brauchen werde. Wahrscheinlich werde ich dann doch mit Let's Go schneller fertig und mir da erstmal Meltan holen. Wie gesagt, unnötige Meinung zur Meltan Quest. Ist sie zu schwer? Findet ihr es geil, dass das Niveau ein bisschen hochgeschraubt wurde? Habt ihr schon Meltan gefangen? Ich kenne viele, die haben Meltan jetzt schon gefangen. War kein Problem für die. Alles unten in die Kommentare. Aber das war's von mir. Ah ja, Ankündigung. Wir sind ab heute, die nächsten paar Tage, Wochen, jeden Abend online auf Twitch, bis wir das Spiel durchgezockt haben. Also schaut vorbei. Nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen Pokémon Go streamen. Auf YouTube tauschen, Glücks-Pokémon ertauschen. Parallel-Stream, wer weiß, ob das funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Folgt mir auf Twitch. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.